Servus, liebe Freunde der Sonne, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Schlacht und Mittelerde 2 mit dem Domi. Eine zweite Runde, die erste ist asynchron geworden. Leider, leider. Ja, es lief nämlich leider richtig gut für uns. Ja, es ging so, keine Ahnung. Der Gegner hat mal wieder angefangen zu cheaten und hat massivst gelegt. Was hatten wir gekillt nach 15 Minuten? Ne, nicht mal 15 1500. Minuten. 1500. Wahnsinn. Und das nur gegen 4 Brutale. Aber gut. Ich schätze mal, die Einheiten vom Gegner hatten irgendwie so einen komischen Angriff. Ist krass. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, sind 50, ist ein 100 pro Minute. Mhm. Was ist mit den Orks hier drüben? Wir verwenden nur bestes Material. Wo werde ich gebraucht? Halt. Wir machen wir verwenden nur bestes Material. Dann werden wir da gleich mal die Dinge einnehmen. Was ist das? Die Orkgrube? Orkgrübchen. Das sind so Orks, die haben dann lauter so nette Grübchen. Mhm. Sag mal, das Gebäude hier bringt doch Rohstoffe, ne? Der Vorposti. Ja. Weil den hatte ich ja. Zumindest zuerst. Ich weiß nicht, ob er ihn eingenommen hat. Ich war so busy. Ich habe ihn dann später gehabt, aber weil er ihn wieder eingenommen hat. Zwischenzeitlich zum Schluss dann wahrscheinlich auch wieder gehabt. Um es einfacher zu machen, müsste man einfach sagen, man müsste ihn einfach nur zerstören und ihm den lassen. Ah. Weil dann powert er immer so. So, Sägewerke werden wir dann bald bauen. Ist aber schön, wie die Viecher, die zur Schlachtung kommen, einfach so durch das Rufen herkommen. Sehr sozial. Sehr hörig. Hm? Das ist ja fast schon hörige Macht. Wo ist der Bauplatz? Wir sind unterwegs. Zu den Äxten. Hast du ja auch die Geschichte mitgekriegt mit dem U-Boot, gell? Ja. Auch mit Dani drüber geredet, ja. Und hat sich herausgestellt, das war so ein. Der Typ selber. Mhm. Der hat halt die billigsten Sachen verbaut, ja. Da drin. Mhm. Und der Witz war, oder. Ja, verteidigt ihr euch auch mal, los, der Scheiß. Haben wir so drüber geredet, ja. Und der wird jetzt erstmal eine Zeit lang, muss jetzt erstmal schauen, weil der wird ja wahrscheinlich massivst Schadens. Quasi Schadensersatzforderung bekommen. Der, dem die Firma gehört hat, der Chef war doch mit drauf. Nee, der war doch nie mit drauf, oder? Der auf dem U-Boot. Ah, okay, ich verstehe. Oh, Vorsicht. Das ist halt ein bisschen dumm. Und die haben, weißt du, die haben halt einfach ein Carbon-U-Boot gebaut. Mhm. Ja. Weil, ich habe dann zu Spaß gesagt, ja, gut, aber dann, weil die Verantwortlichen werden natürlich zur Rechenschaft gezogen. Mhm. Da habe ich so zum Spaß gesagt, so, also nicht zum Spaß, aber so halt so ernst erstmal so. Ja, dann wäre es besser, wenn die vielleicht untertauchen. Alter, dann, der Dani ist da so abgebrochen auf einmal. Und haben gedacht, hey, was ist da, wie war's, wo, hä? Und dann ist mir erst gekommen. Oh Gott, war der. Billo. Billig, der war mega gut. Ja, aber du hast erst gar nicht gerafft, oder? Ja, das ist ja noch lustiger. Mhm. Unsere Feinde sind hier. Nimmst du das Gebäude unten? Mhm. Gut. Was? Wo sind unsere Feinde? Ich sehe nichts. Ach, da. Läuft zu dir. Ah, nerv! Weißt du, was eigentlich auch noch nett wäre? Hm? Wenn du die auf Angriff stellst, dass sie dann schneller laufen. Oh, das wäre aber schon ziemlich, das würde ziemlich ne, so ein bisschen viel Ungleichgewicht bringen. Schlachthaus verteidigen! Ich noch mal was durch, aber die werde ich dann auch noch. Ah, okay, die bombardiere ich dann schon mal. Kommst du klar? Ja, ja. Die kriegst du, oder? Muss ich nicht extra umdrehen. Nee. Schön ist, dass meine Festung so halbwegs hinkommt. Habe ich hier noch nichts gebaut? Krass. Dann muss ich hier. Dann ich da was bauen muss hier. Haltet eure Äxte bereit! Vorwärts! Dadurch, dass ich es zerstört habe, habe ich jetzt schon den Eindruck, dass hier weniger kommen. Ja, weil er nicht interessiert ist dran. Alter, voll der Schachzug hier. Mhm. KI ausnutzen eigentlich. Ach, was heißt ausnutzen? Hm? Was heißt ausnutzen? Ausnutzen wäre, wenn sie jetzt die ganze Zeit hinlaufen würden und ich metzeln sie auf dem Weg ab. Ja, das aber bei Siedler 3. Gewissermaßen aber schon. Naja. Seid wachsam. Hier können wir nicht bleiben. Zu den Äxten, Zwerge.
Oh, ich bin so schlau, ich habe noch einen Schießstand gebaut. Ja, kann man immer gebaut, einen zweiten Schießstand. Ja, schon, aber ich habe halt noch keine Kaserne gebaut. Das war ein bisschen dämlich. Das ist schlecht. Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Sprich mir nicht. Was? Der Baumeister hat gesagt, nein, das geht nicht. Weil ich halt das Gebäude vorher schon ausgegeben habe. Geht schon. Zu den Äxten, Zwerge. Zu den Äxten, Zwerge. Du bist so ein Wichser, jetzt läuft er mir da voll rein. Aber es ist auch so was Typisches eigentlich. Wenn dir halt irgendjemand, sagen wir mal, zum Beispiel reich ist, oder halt irgendjemand, dein Chef, sagt, nee, ich will das jetzt aber so und so, wie mit dem U-Boot zum Beispiel, ne, wenn der halt irgendeinen Scheiß baut. Da gibt's in Schweden, oder gab's in Schweden ein Schiff? Das war ja eigentlich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, aber das war das Flaggschiff, ja. Und das wurde halt entworfen und gebaut und das wurde designt für so und so viele Kanonen. Hey, da kommt er zu mir. Ja, der, ach, wieder zu dir? Nee, fast. Fast. Achso, die machst du? Ja, aber der wird, ja, ich kaputt, schick mal, wird kaputt. Ich schick mal was. Und dieses Schlachtschiff wurde halt so designt, dass es, ich glaube, 120 Kanonen oder so haben konnte. Und dann irgendwann hat er aber gesagt, der Chef, also der König da oder so von Schweden, nee, ich will da aber 180 Kanonen drauf haben. Ja, und der Baumeister so, mein Herr, das funktioniert nicht. Und er dann so, ja doch, ich will das aber haben. Und dann haben sie das halt gebaut, dann ist das Schiff ausgelaufen und nach einem Kilometer oder so ist es gesunken. Weil es halt gekippt ist, weil es kopflastig war. Also decklastig. Ja, aber sowas testet man doch vorher. Das war ja der Stapellauf. Wie willst du das vorher testen? Achso, der Stapellauf jetzt. Naja. Die laufen ja dumm. Ist ja super. Jetzt alles klar? Ja, ja. Du hast doch noch Bogenschützen, gell? Nein. Ich hab keine Bogenschützen. Die also, Armee ist schon groß genug. So. Komisch, jetzt ist er ganz anders drauf, der Gegner. Ja? Bei mir auch. Ich kann meinen Helden nicht machen, weil ich volle Bevölkerung habe. Ja, das ist jetzt für skurril. Geht gar nicht. An die Waffen! So, jetzt mach ich mal meinen Helden. Chillig. Das verstehe ich wieder nicht, ja? Vorher werden wir abgemetzelt und jetzt selbe Konstellation. Es ist zwar trotzdem asynchron geworden, also so ist nicht. Wir haben jetzt hier nicht gelogen oder sowas. Ja. Ich habe Stecker gezogen. Was? Nee, es funktioniert ja nicht. Bin ich nur rausgeschmissen. Nieder mit dem Besten. Hey. Also irgendwas sagt mir, dass das Leute aus dem Osten war. So aus dem Südosten. Nee, wie heißt das nicht? Aus dem Nahen Osten war, die das Spiel entwickelt haben. Hä, was ist denn jetzt los? Ist ja nichts. Ich weiß es doch auch nicht. Warum nicht? Wir haben alle Hände voll zu tun. Wahrscheinlich eben, weil der... Ja, doch noch keine... Doch, ein Baumeister hat er auch schon geschickt, tatsächlich. Jetzt hat er einen zweiten, jetzt schickt er einen zweiten. Ja, jetzt schickt er bei mir den ersten. Na, schon drei versinkt. Nein, ihr lauft da rüber! Aber die Haradrim Lanzenträger sind schon geil beim Überreiten. Die haben irgendwie ein bisschen einen kleinen Boost. Ja. Weil die können mehr überreiten als gewöhnlich. Ja, die sind schon gut. Ja, machst du das jetzt mal? Oh oh. Mei, ey. Bin am Arsch. Alter, mein Trollheld. Echt? Was? Ja, weil er mit seinen scheiß Streitwängen daherkommt. Brauchst du Hilfe? Ja, wobei, es könnte noch gehen. Ich liege im Sterben. Ihr seid Ach unterwegs. Du, übertreib mich so. Goffnock ist da? Oh oh. Vorwärts!
weiter. Axtschleudere! Aber meine Landstrecke sind halt auch immer an der falschen Stelle. Da kommen Drachenbrötlinge zu dir. Ja, aber die musst du machen. Ja, den mach ich. Okay, der ist hier stehen geblieben. Boah, ey, ein Lebenspunkt oder so hat er noch. Nur verarschen. Ja, habt ihr mal wieder nicht an... gut? Geht's bei dir? Jetzt geht's wieder, ja. Gut. Ich habe nämlich meine Harald-Reinsträger genau richtig gekriegt und kann ihm jetzt richtig schön den Arsch aufziehen. Ach, der Weg, wie es abgeht. Bis zum Knack, gell? Bis zum Knack. Ich dachte ja früher immer, das hat ein Kunstlehrer von uns immer gesagt, dass der immer sagt, den Arsch aufreißen bis zum Knack. Also bis zum Knack. Nee, so war das nicht. Aber gemacht. Der hat halt Knack gesagt, also das ist bayerische Genick. Ja. Das habe ich ja vorhin nicht gespannt. Du hast einen Pfeilhagel? Du hast oben übrigens, noch Bogenschützen. Bei deinem Schlachthaus, meinst du? Mhm. Ja, das ist der Weg. So. Was? Wie es abgeht. Das ist der Weg? Das ist der Weg, wie es abgeht. Achso, ich dachte, du meinst jetzt schon, du zitierst hier den Spruch aus Mandalorian. Sagen dann die Mandalorianer immer, this is the way, das ist der Weg. Nee. Weil ich sagen muss, die deutsche Synchro ist echt. Das ist aus von Rick and Morty. Okay. Kann auch sein. Wieso kann ich da nichts bauen? Ich was bauen hier will, oder was? Ja, da ist doch gar nichts. Da bist du. Wo ist der Bauplatz? Axtschleuder! Das ist der Fall. Wir verwenden nur bestes Material. So, jetzt geht's doch wieder. Okay. Geht's wieder? Oder geht's bei dir? Ja, ich hab nur noch nicht verstanden, warum ich das Gebäude nicht bauen konnte. Kann ich dir auch nicht sagen. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Stumm oder was? Das ist der Weg, wie es abgeht. Los jetzt, da lang! Da lang! Mein Gott! Mach kaputt, Junge! Mhm. Pionier, schon geil! Na, jetzt lauft's halt mal richtig und derzeit euch nicht immer so komisch. Oh, ich muss da lang. Nein, ich muss da lang. Oh. Ist doch wahr. Das kann ich euch wieder hier reinschicken, weil's hier so scheiße seid. Bombardierung. Tom Bombardierung. Wie gut. Da kam gerade, ich habe Bombardierung gemacht. So ein paar Gegner, die sind alle weggeflogen. Mhm. Und danach kam noch so ein Gebirgsriese. Und der wollte gerade werfen, da kommt noch so ein Stein runter auf ihn drauf und er fliegt nach hinten. Super. Super Timing. Nicht stehen bleiben. Los. Eigentlich kann ich doch jetzt mal. Also vorher gar nicht. Schmiede. Meine Sache. Das ist der Weg, wie es abgeht. Jetzt war mein Fahrer mir mal platt, den Drecksack. Drecker, der Drecksack. Geht's mit dir? Ja, super. Ich weiß, was ich tue. Ich gehe voraus. Axtschleudere! Marsch! Rüstet euch, alte Schild! Nach vorne! Boing. Stachelschweinformation! Hä, was ist denn jetzt los? Kann es dir nicht sagen. Oh, zurück, 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 zurück. Goffmog, du verreckst! Jetzt sind die da nah am Rand und ich kann sie nicht verschwächen. Wir brauchen Platz. Das dauert nicht lange. Baumeister! Mach kaputt, Junge! Seid ihr bereit? Bogenschützen aus jetzt. Tal! Bupp und bupp und bupp und bupp. So, jetzt kann ich nochmal vorgehen. Wie schaut's bei dir aus? Oh, ey, der hat bei uns was gebaut. Oder bist es du? Hm?
Ich hab nichts gebaut. Doch, da. Turm. Oder eine Esse. Ach so, ja, eine Esse baue ich dahin. Ach so. Ja, dann schon. So, Expansion, da halte ich nichts davon. Doch. Doch, doch, doch. Nur so kann unser Volk wachsen, ja. Das Volk Mordors. Wir müssen weiter. Vorwärts. Hörst du an? Ich schaue, dass ich vorkomme, ja. Okay. Monster, es geht schon. Müsste gehen, ja. Hört mir zu. Wir haben die Schmiede erweitert. Baut mit Zwergen erschienen. An die Arbeit. Bewegung, los! Bleibt Feuerpfeile, Junge. Seid wachsam. Wir werden warten. Hierher mit euren Bilden. Kommt schon, Zwerge. Ich weiß, was ich tue. So, mein Bimbolino könnte ich dann auch bald machen. Nehmt euren Mut zusammen. Waffen! Mach kaputt, Junge! Ja, mach ich ja schon. Wenn ich mein. Ums! Erdbeerschütterli. Erdbeerschütterli? Das Kochbuch? Das auch. Das böse Kochbuch, ja. Mhm. Wir haben das Lager des Feindes entdeckt. Das dauert nicht lange. Sie gehören nicht hierher. In Position. So, jetzt müssen wir meinen Held machen. Zeigen wir sie. Und Haufen so tun. Wir müssen weiter. Saurons Fresse ist gefallen. Sorgen zu machen. Auf eure Posten. Ich weiß, was ich tue. Haltet eure Äxte bereit. Hier entlang, Zwerge. Gleich habt ihr es geschafft. In Position. Oh, ich habe doch ganz schön viele noch erhalten. Krass, 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 krass. Geht weiter. Hm. Ich hätte nicht erwartet, dass ich so viel noch habe. Macht euch kampfbereit. Hier entlang. Wo ist denn hier der Erste? Achso, der ist ja nicht besetzt. Gar nicht bedacht. Was? Ach, ich suche hier gerade den ersten Gegner, aber der ist ja gar nicht. Nee. Ist eine Lücke. Nehmt euren Mut zusammen. Wir müssen weiter. Ja, nee, ich muss mich zurückziehen. Ich muss mich ja neu sammeln. Ja. Ihr könnt wir nicht bleiben. Stirb, Bestie. Aber ich kann meine Helden wieder machen. Oder zumindest einen. Das, Gott, das ist witzig, die Helden von Mordor werden teurer, wenn man sie wieder machen muss. Echt? Ja. Nee. Echt? Mhm. Weiter, weiter! Vernichtet sie! Mach kaputt, Junge! Meine Baummeister sind weg. Arschgesicht! Alle Posten! Haltet schlecht, Leute! Die Festung ist fertig! An die Waffen! Sieh an! Das Lager des Feindes! Mit seinen scheiß Katapulten die ganze. Alter, der hatte hier 5 Katapulte, sag mal, gibt's das? Ja! Vorsicht, Zwerge! Der Feind ist hier! Schick dir da mal was hoch. Das ist deine? Mhm. Ah ja. Die werden mir aber gegen die Katapulte nicht viel bringen. Ach naja. Hm? Oh, okay. Hat man auch schon lange nicht mehr, oder? Was denn? Ein Ring? Ja, wer war auf den Selbstgestellten, habe ich ja keinen Ring eingestellt. Ja, stimmt. Seid wachsam! Auf eure Posten! Okay, jetzt konzentriert er sich aber schon stark hier drauf. Also jetzt ist schon... Wir müssen weiter! Wir sind unterwegs. Lager entdeckt. Los! Weiter, weiter! Ja, so mag ich das. Hexenkönig von Angelmar da auch ein Hexenkönig. Angelmar. Mhm. Jetzt muss ich aber hier wieder. Da sind noch mehr! Seid standhaft! Alle Mann an die Bögen! Alle Mann an die Bögen!
Wir haben ihm den Ring überlassen. Ja, ist schon recht. So schlimm ist es auch nicht. Was ist das da? Mann, mein Held steigt nicht auf. Hm? Mein Held steigt nicht auf, sag ich. Alter, könntest du einfach mal jetzt da reinschlagen? Dank. Der steigt nicht auf. Steigst du jetzt mal auf, Mann? Danke. Einfach anschreien, bis er aufsteigt. Mhm. Ah! Komm schon, geh kaputt, geh kaputt. Nein. Gerade nicht gereicht. Der hat meinen Held kaputt gemacht. Er hat es getan. Was? Mein Held kaputt gemacht. Ah. So. Dir ist alles gut, oder? Alles tut die Frage. Ja, ja. Ich habe gerade auch schon ein bisschen angegriffen, aber hat nicht gereicht. Jetzt geh halt, geh aus dem Weg, ich will das anklicken. Dankeschön. Das Lustige ist, je mehr Einheiten man hat, umso weniger tut man da aufpassen. Mit wie genau man was einsetzt. Also immer nur rein in die Uschi. Immer nur weiter abmetzeln lassen. Hm? Immer nur weiter abmetzeln lassen. Ja. So, also mein Held ist jetzt dort. Meine Goffnog ist fast Stufe 10. Normalerweise geht der mal kurz vor Stufe 5 drauf, das weiß ich. Los, Äxte! Hier können wir nicht bleiben. Bleibt euren Mut zusammen. Bleibt zusammen. Sie sind zu weit weg. Feiglinge. Ist der Weg. So, jetzt aber, jetzt hat er hier nichts. Jetzt müsste da eigentlich. Müsste ich da gut durchkommen. Ah, und Ballrückchen kann ich auch schon. Sehr schön, sehr schön. Hier entlang. Wir werden warten. Ihre Gebäude sind zerbrechlich. Zieht euch zurück. Kinderspiel. Ja, gehst du halt mal davor. Dumme Sau. Passe. Keine Heute war ein Ballrock, ich glaube, das brauche ich gar nicht. Es sind genug für alle da. Langt mir das hier. Sie sind nichts. Dafür wurde ich ja, das war ja mal hier. Hm? Nicht unbedingt ein Durchmarsch, aber. Kaputt. Ist es dann ziemlich sicher kaputt, ja. Feuer! Ich weiß, was ich tue. Wir haben jetzt geschmiedete Klinge. Vorsicht, Zwerge! Der Feind ist stirb! Licht in ihre Wutz ist gefallen. Hä? Du bist doch gar nicht Mensch. Nö, Gegner. Also, ja, jetzt müsst ihr da gleich wechseln. Ein Gebäude aber noch. Wie lange warten wir denn noch? Musst du mich jetzt hier aufregen, da unten? Weiter, weiter! Wegen bereit! Ich mach schon. Hast du da was dagegen? Hä? Ist geschlagen. Da unten. Helft mir! Achso, ja, warte, ich schick was. Ja, ja. Ich gehe voraus. Und reparieren vielleicht, weil das weiß ich nicht, ob das. Ja, mach ich gleich. Jetzt lauf! An die Waffen! Jetzt mach's halt! Der läuft teilweise auch einfach bei mir ja, durch! Ja, genau! Macht einfach nicht! Hat er nicht repariert. Ja, hat er nicht. Zieht euch zurück, Männer! Da sind sie! Was ein Dixer, der Typ. Sag doch schon wieder, sie haben die Armee der Toten gerufen. Das haben wir mir auch gerade gesagt.
Oh, da haben sie es diesmal vielleicht wirklich. Nö, ich wüsste es nicht, wo. Kann der mal aufhören, jetzt kommt er da schon wieder. Ich schick da oben noch was zu dir. Ja, warst du jetzt, ist mein Hexenkönig von Vincent Moore ist da. Vincent Moore. Der ist ja nicht mehr zusammen mit der Demi Moore, gell? Was? Ja, der Vincent Moore ist nicht mehr zusammen mit der Demi Moore. Oh, der hat ja meine Einheit und kaputt gemacht. Krass. Sie haben den Ring. Sie greifen an. Dann kann ich es gerade nicht machen, ne? Dann halt nicht, ne? Ja, dann halt nicht. Jetzt macht sie halt kaputt. Ich werde sie ja wohl noch schaffen. Nein. Zieht euch zurück, Männer! Wir müssen den Ring ins Lager bringen! Ich hab den Ring! Sammelt euch! Vorwärts! Ihre Festung ist nah! Zieht euch zurück, Männer! Werft sie zurück! So, mit Speerfall. Macht das kaputt! Hab ich aber gar nicht. Jetzt macht's halt kaputt! Mach kaputt, Junge! Ja, dankeschön. Wir werden angegriffen! Ja, Speerfall macht schon ein bisschen mehr Bums an Gebäuden. Ein Krieg zieht herauf. Ich weiß es. Das war jetzt nervenaufreibend. Ja, mach ihn halt. So. Oh, ist dein Barock? Ja. Ah, gut. Wir werden ja kaum bei sich reinmachen, oder? Ja, ja, ich war nur gerade bei meiner Festung und ich hab den halt schreien hören. Also. Hast du die bei dir hinten weggemacht? Was? Die bei dir drin waren? Ja. Okay. Aber jetzt hätte ich wieder was da. Passt schon. Bogenschützen! So, der müsste auch gleich weg sein. Wer hätte es gedacht? Ein Nazgul, ein Nasenbärkämpfer. Jetzt werden die Tage ein Wörtchen mitreden. Zum Schloss! Zurück zum. Angelmar hasse ich einfach nur, weil da kann man die im Bau befindlichen Gebäude mal so ganz schlecht angreifen. Bogenschützen aus Tal! Blick dahin. Seid ihr bereit? So, jetzt wähl mal die Einheit aus, die den Ring hat, ja. Zum Lager. Was denn? Wir haben zurückerobert. Also. I have the ring, I have the power. Kannst du jetzt mal dahin fliegen? Ach, so weit kann er wieder nicht fliegen, mein Gott. I've got the power. Jetzt hat er gleich keine Zeit mehr. Ui, die teuer. Mach's nochmal. Ja, macht er nicht mehr. Verteidigt das Land. Kein Wolkenbruch, ne? Hexenkönig hat meinen Goffnock umgebracht. Mit Gebietsschaden? Mhm. Ja. Menschen aus Tal. So. Schützt den Minenschacht! Wir müssen dem Ruf der Schlacht folgen. Warum brennt's denn da? Warum brennt's bei meiner Mine? Weiß ich nicht. Mhm. Da grinst er. Ja, kannst mich nicht verarschen, wenn ich neben dir sitze. Schlechter. Ich riech es. Menschen aus Tal. Bogenschützen. Die Haradrim-Bogenschützen mache ich eigentlich nie. Nee. Ich hab die früher sehr gern gemacht, aber irgendwie mittlerweile auch nicht mehr so. Muss denn der jetzt mit seinen Schiffen kommen? Die Schiffe nerven. Ja. Wir haben müssen da. Gut, dass Pfeile gegen diese gut sind. Gegen die Schiffe, ja, super. Das ist unlogisch, aber hey. Ja, ich nur die Feuerpfeile, oder? Die normalen Pfeile? Ja, doch auch. Ja, war auch nicht so der Hit. Du ballerst halt die ganzen Leute runter, ne? Ja, scheiße, das war jetzt. Na ja, geil. Ich hab nie mal alle Ringpunkte. Ich auch nicht. Und Scheiß. Bogenschützen aus Tal. Schnell wieder tapfer. Bleib dicht bei mir. Gemeinheit. Ey! Hey, Jovin hat meinen Hexenkönig kaputt gemacht. Wie im Film. Die Geschichte wiederholt sich. Frag mich, wenn man auf dem Katapult das Zwielicht macht, ob der auch die Gebäude angreift. Schnell, an die Zügel. Das weiß ich nicht. Nö. Vor allem, das funktioniert auch nicht immer irgendwie. Ja, Bestie!
Der Streitwagen. Ja! Ja, Bestie! Fuck. Ich geh mit dem ab. So, Tollkäfig auch, wenn ich die ums Verrecken nicht mehr brauchen werde. Nee, das lohnt sich nicht mehr. Wagen ist bereit. Reißt alles nieder. Nee, ich bringe auch, glaube ich, die nächste 25er ran. Jetzt ab. Oder vielleicht? Hier nicht. Los! Mir nach! Streitwagen! Nehmt euren Mut! Nee, bring ihn nicht mehr zusammen. Pfeile bereit! Hört mir zu! Schnell! An die Zügel! Alle mir nach! Ja! Hä? Schön kurze Zeit. Wolltest du gerade kommen, oder was? Ich dachte, da wäre noch einer. Nö. Fuck. Hey, hab ich ja nur einen kaputt gemacht. Ja. Ist da oben richtig durchmarschiert. Aber Mordor ist da halt auch krass, ne? Ja, der kam da. Er hat sie erst nicht mitgekommen, um zu verteidigen. Weil ich erstmal kommen wollte, da hat er noch, irgendwie drei, also die drei, die ich da kaputt gemacht habe, die drei haben alles Einheiten geschickt. Und bin ich ja nicht durchgekommen. Weil dann hat er auf einmal kehrt gemacht. Wahrscheinlich, weil du den unteren angegriffen hast, die sind dann zur Unterstützung gekommen. Das haben wir 3000 jetzt in einer halben Stunde. Ist dasselbe, selber Schnitt. Wie vorher, wo es aus dem Kumpel. Ja. Aber ja, die waren bei weitem nicht so krass da. Also, wahrscheinlich, weil ich das Gebäude kaputt gemacht habe, weil sie sind bei mir nicht mehr so angekommen. Und dann stand ich. Und wenn die Zwerge mal stehen, dann ist es ziemlich stabil. Ja, dann nichts mehr um. Ja. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.